Was sind denn das für Idioten? Sag mal, hast du einen Knall? Wo ist mein Tabak? Das geht nicht. Das ist wieder mein RTL. Schmächiger geht's ja schon nicht mehr. Bravo! Oh! Kann ich das auch haben, was die bekommen? Die beste Crunch-Folge. Ist das alles? Lars, der Superstar. Also, Dr. Bob flüchtet. Are you married? Holy moly. Willkommen zu unserem alten Dschungelcamp. Ich hab mich durch die 80er durchgesoffen, da kannst du dir gar nicht vorstellen. Nein! Ich fand mich selber als A-Promi, ja? War ich ja auch. Was soll das? Ich, wenn mein Video mehr als 2 Kommentare bekommt, naja, A-Promi, eher Doppel-D-Promi. Man kennt mich aus Film, Funk und Fernsehen. Ich habe den schönsten Busen Deutschlands gehabt. Ja, die ist jetzt 63. 63 oder 163? Bea Fiedler, wenn dir Sibylle Rauch zu gepflegt ist. Der hat gesagt, wenn du Plimmit des Jahres werden willst, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, der Heffner, dann musst du mit mir in mein Hotel gehen. Das war mich echt zu schwanzig, wirklich. Um Gottes Willen. Alter Sack. Vielen Dank. Dankeschön. Ich hätte ihm am liebsten noch eine reingehauen, schwör's dir. Ja, ist so. Ah, okay. Bea ist also Julia Siegel in so circa 3 bis 4 Jahren. Ihr großer Traum von den 50.000, dann erstmal ordentlich Kippen kaufen. Da sollte doch noch eine Zigarette drin sein, oder? Wäre sie in Australien, würde sie wahrscheinlich den ganzen Dschungel abfackeln, um zu wissen, welches Gras sich am besten rauchen lässt. Ich habe das Geld nur so rausgeworfen, rausgehauen. Und hinterher war nichts mehr da, ja. Zum Monatsende habe ich kein Geld mehr. Da kann ich mir keinen Tabak mehr kaufen. Bea Fiedler, eine lebende Ruine und Markenbotschafterin der Claudia Obert-Klinik. RTL, gebt ihr endlich das verdammte goldene Ticket. Sie ist Hartz-IV-Empfängerin und ihre größte Sorge ist, dass sie am Monatsende keine Kippen mehr hat. Lydia, Lars und Bea ziehen in unser Tiny House. Was sind denn das für Idioten da draußen? Ah! Ah! Schnauze! Alles gut? Lydia ist gerade mal eine Sekunde im Bild und schon performt sie ihre DSDS-Karriere pantomimisch nach. Ist das jetzt hier noch das Tiny House oder doch der Livestream in eine Psychiatrie? Offensichtlich ist hier bei Lydia der Übergang mehr als nur fließend. Du hast Nasenbluten. Oh yeah. Aber, oh scheiße, ja. Ich bin Lydia Kelowitz, bin 30 Jahre alt und man kennt mich von DSDS. Das klingt nach einem 1A-Lebenslauf und ich glaube, dass das heute sehr, sehr anstrengend wird. Geil! Wenige Minuten der Sendung sind vergangen und wir sehen hier jetzt schon mehr Blut als unsere Bea seit ungefähr 50 Jahren. Ich lasse mir immer was Kreatives einfallen. Ich rede sehr, sehr viel. Auch ich alleine vom Spiegel kann mich unterhalten mit mir selber. Ich bin so dumm, ey. Ich bin eine Hexe. Wenn mich wer nervt, eventuell könnte es zu Kannibalismus kommen. Ach du, mit Kannibalismus haben wir hier im Dschungelcamp überhaupt gar kein Problem? Oder was ist das, wenn Daniela Büchner hier Arschloch ist? Kann es eigentlich sein, dass die Quarantäne unserer Discount-Lady Gaga nicht so wirklich gut getan hat? Oh mein Gott, der hat mir gleich eine in die Fresse gehauen. Wer denn? Er ist voll aggressiv, ey. Sag mal, hast du einen Knall? Dich kenne ich. Ich bin der Lars. Lars, auch so lala. Was genau für Drogen nimmt sie? In welcher Gosse RTL diese Grazien auch immer gefunden hat? Danke. Ich bin leicht verstört und das Ganze ist jetzt schon besser als das, was wir in den vergangenen 3 Tagen zusammen gesehen haben. Sag mal, warum sind wir denn jetzt hier in dieser Box? Oh, Großbritannien. Australien wohl eher. Wie heißt das Mädchen nochmal, die Neue? So doof kann man doch überhaupt nicht sein. Wenn es fair wäre, müsste Lars auf jeden Fall nach diesen 3 Tagen automatisch fürs Dschungelcamp qualifiziert sein. Ich meine, wenn er diese Grazien hier überlebt. Ist das alles? Schön. Also das ist jetzt das Camp oder wie? Nee, glaube ich nicht. Ja, genau diese Frage hatten wir uns nach der ersten Folge der großen Dschungelshow auch gestellt. Ach, das ist noch gar nicht das Dschungelcamp? Das ist so trashig und peinlich einfach. Da muss es doch noch mehr geben. Also da habt ihr mich ein bisschen reingelegt, finde ich. 2 Fragen. Kann es sein, dass Bea immer noch aus den 80ern betrunken ist? Und gibt es einen Livestream aus Beas Leben? Bitte. Oh. Habe seit 15 Jahren keinen Sex mehr gehabt.
Will ich aber auch nicht. Ich vermisse nichts. Ganz im Gegenteil. Die Männer sollen mir vom Leib bleiben, du. Kein Bock mehr. Von dir kann ich wirklich viel lernen. Sie hat ja auch überhaupt gar keine Zeit dafür. Sie muss ja rauchen. 15 Jahre lang hatte sie jetzt kein mehr. Oder wie wir YouTuber sagen, ach guck, ein ganz normaler Mensch. So, jetzt kommen wir zu einem Quiz. Und zwar ist die Frage, stammt die folgende Aussage von Bea oder doch von Lars? Schwänze im Mund, Arschlöcher. Ich nehme alles im Mund. Lars, bist du eigentlich noch mit dem Bachelor zusammen? Lars ist ja wieder Solo, was im Umkehrschluss heißt, kein Schwanz interessiert sich mehr für unseren Prince Charming. Oh, wobei? Man kennt mich bereits zum einen aus der ersten Staffel Prince Charming. Ich bin mir einfach sicher, dass du der bist, der die letzte Krawatte behalten soll. Ja, ich habe Schluss gemacht. Ich glaube, ganz maßgeblich beteiligt an der Trennung war die Öffentlichkeit, weil der Druck von außen sehr hoch ist. Lieber Lars, kein Mensch hat Prince Charming geguckt. Trotzdem war ihre Prominenz dafür verantwortlich, dass das mit der Beziehung nicht geklappt hat. Und er geht jetzt ins Dschungelcamp. Muss das einen Sinn ergeben? Wenn RTL euch noch nicht mal fürs Sommerhaus angefragt hat, du, dann hat die Beziehung eh gar keinen Sinn. Und endlich habe ich die Chance auf den Dschungel. Ja, es sei denn, unsere Bea dreht hier weiterhin was dran. Und damit meine ich ausnahmsweise mal kein Zigarettenpaper. Bea, im Tiny House ist Qualmen strengstens verboten. Da ist man ungefähr eine halbe Stunde hier drin, kriege ich schon den ersten Anschiss. Ich glaube, wir können die Sendung an dieser Stelle beenden. Die Siegerin steht fest. Was sagen wir, seit Bea hier mit dabei ist? Es wird besser und besser. Oh, unsere Säcke sind da. Mein Gott, das ist so viel Zeug da. Bist du wahnsinnig? Ah, lieb her. Aber stark. Meine Haare sind mir furchtbar wichtig. Du legst jetzt bitte gleich auf und dann wirst du noch mal von uns, von meiner Psychologin zurückgerufen. Unsere weibliche Frank Fußbräuch hat ja auch ihre Säcke immer hier unter den Augen mit dabei. Dank Bea ergibt die Frage, wo hat RTL diese Kandidaten ausgegraben? Plötzlich sind die Hausordnung. Notwendigkeiten für den Tiny House Alltag. Mit dem Ding komme ich nicht so gut klar. Du hast doch noch so unser Glätteisen, ne? Ganz kurz, die Interviews finden im Tiny Telefon statt. Der Zugang befindet sich. Ein Ding. Boah, ist das hart. Es fühlt sich so hart an. Bea wird sich gleich reflexartig ausziehen. Kann vielleicht irgendjemand den Lars retten? Die Bea ist auch komplett dicht, oder? Es darf ausschließlich im Außenbereich geraucht werden. Ganz wichtig. Ja, jetzt wissen wir, ja, Vater. Ich werde dann... Sie hat sich so in die Hose gegriffen. Das ist mein absoluter Lieblingskräuterschnaps. Ich kann mir vor wie so eine Elbe. Ich trinke alles, am liebsten mit Prozent. Wir alle im Lockdown. Verstöße gegen das Regelwerk werden bestraft. Ja, ja. Ich liebe dich. Was Greta Thunberg für Umweltaktivisten ist, ist unsere Bea Fiedler für Patricia Blanco. Wir müssen sagen, ein Klappergestell hier war von RTL richtig großer Mist, das andere hier dafür Gold. Es bleibt nur mein RTL, wenn Bea zufälligerweise in irgendeiner Kippenschachtel hier ein goldenes Ticket findet. Hast du früher viel Alkohol getrunken, oder? Ja, sicher. Hab nichts ausgelassen. Das sieht man kaum, und zwar genauso wenig, wie man in Lars' Gesicht ablesen kann, dass er völlig überfordert ist von diesen zwei Mädels. Und da wurde dann erstmal so ein Pot Sangria auf den Tisch gestellt, wenn die leer war. Next one, please. Ich habe gesoffen wie ein Loch, weil ich habe den weggetrunken wie Wasser. Der Moment war, als ich im Krankenhaus lag und man mir die Diagnose Leberzirrhose gesagt hat. À la votre santé. Gesundheit. Kein Alkohol. Es gibt ja noch genügend andere spannende Substanzen. Wie viel hat sie damals gesoffen, dass sie jetzt noch betrunken ist? Mach mich nicht fertig, bitte. Eine Zigarette. Menthol. Ja. Du wirkst gerade so bedrückt. Wenn ich jetzt darüber rede, dann fange ich zu fluchen an und das möchte ich nicht. Okay. Dann beruhig dich erst ein bisschen. Ja, das dauert. Bea hat einfach wirklich alles, was diese Sendung braucht. Wehe, sie geht nicht nach Australien. Wehe. Mal kurzzeitig Spaß haben und dann tief abstürzen. Bea Fiedlers Biografie oder der Wikipedia-Eintrag eines jeden Influencers. Bis ich meinen Tabak krieg und meine Sachen, so lange dauert das. Ja, dann nimm doch noch einen köstlichen Schluck von diesem Wein, bitte. Nee, dann tut mir leid. Es ist ja erstens kein Wein und zweitens, ich hasse dieses Wasser. Die Erbin des Marlboro Man ist eben die Menthol Woman. Und Bea sagt ja auch, sie trinkt nichts mehr, sie raucht nur noch. Ich wusste überhaupt gar nicht, dass es Alkoholzigaretten gibt.
Wird schon werden. Nee. Menschen, denen nur die Sonne aus dem Arsch scheint, das gibt es gar nicht. Wird schon kommen. Wahrscheinlich morgen irgendwann. Ne? Drama, Baby! Es gibt wirklich jemanden auf der Welt, die noch verzweifelter ist, was Zigaretten angeht, als ihn hier. Sie haben wirklich alles in diesem Tiny House. X Luxusartikel, Kaffee, Zigaretten und. Also wirklich alles. Und trotzdem dreht sie durch. Ich liebe sie. Wo ist mein Tabak? Sag mal, leben wir denn alle auf dem Mars? Ich hab doch gesagt, ich brauch jetzt bin ich so wütend, dass es mir nicht einfällt. Filter, Vorfilter. Die sind wirklich erst eine halbe Stunde hier in diesem Haus. Und wie viele Zigaretten hat sie noch? Hallo? Ach so, minus 35! Du brauchst solche Hülsen, aber Mentholhülsen. Menthol. Das könnt ihr selber rauchen. Wenn sie nicht sofort ihre Mentholzigaretten bekommt, leckt sie gleich das Mundwasser aller hier aus. Dabei mochte ich Gabi Köster eigentlich immer ganz gerne. Scheiße. Echt, ey? Red ich Spanisch? Ich rede doch Deutsch, oder? Was soll ich denn damit? Das geht nicht. Ja, vielleicht wird das ja noch korrigiert. Ist das denn so schwer? Spreche ich so undeutlich? Damit könnte jemand anderen verarschen. Nichts. Die schmecken auch nicht. Nicht so sauer drauf. Bea sagt, sie braucht einfach ein bisschen frische Luft. Bea Fiedler, die Frau, die ihre Lunge in einen Zigarettenautomaten hat umbauen lassen. Herrgott, ich möchte ratzifatzi. Menthol, Filter, Zigaretten, Hülsen. Aber wirklich, ehrlich war du. Also ich würde schon gerne jetzt mal eine rauchen, ey. Lars, der Superstar. Happy Deppy, Schmippi Schwappi, das läuft bei mir nicht. Bea, schau doch mal in die Kippenschleuse. Na? Das ist zu wenig Tabak davon. Das. Wir haben sie gefunden, drei Engel für Trash TV. Aber ja. Sucht ist Sucht. Man kann es nicht einfach aufhören. Und genau deswegen sitzen wir Abend für Abend vor RTL. Wenn man Bea hier so beim Seppen sieht, ich glaube, man fragt sich wirklich, ist das noch das Dschungelcamp oder schon Hart und Herzlich? Wie viele Kippen habt ihr noch? Ich habe zwei. Ihr habt noch eine Hülle. Willst du jetzt schon rauchen? Ja, sicher. Dann hast du heute keine mehr. Ist ja uninteressant. Irgendwann gibt selbst der Rauchmelder auf. Völlig klar, der Rauchmelder begeht natürlich Selbstmord bei diesem Anblick hier. Vom vielen Rauch fällt schon der Rauchmelder ab. Sicherheit wird eben beim RTL immer groß geschrieben. Aber hast du auch mal so in Erotikrichtung was gemacht? Die Filme, die ich gedreht habe, habe ich immer gesagt, das sind Lustkomödien. Klingt nach einer perfekten Beschreibung von Jottas OnlyFans-Account. Die 80er waren die schönsten 10 Jahre in meinem Leben. Für ihre Lunge und ihre Leber waren die 80er die besten 50 Jahre ihres Lebens. Sie würde so gerne zurück in die 80er und erzählt ständig Anekdoten aus diesem Jahrzehnt. Ist sie Olli Geisen? Wie viele Kinder hast du? Ich habe einen Sohn. Der redet ja nicht mit mir, gar nichts. Ich habe ihn allerdings ein Jahr bei mir gehabt. Aber dann konnte ich nicht mehr. Habe ich gesagt, Mama, Papa, holt bitte das Kind ab. Ach Mensch, Daniele, melde dich doch mal bitte bei deiner Mutter Bea. Die raucht dir schon auch nicht alles weg. Wobei ich nur ein kleines bisschen Angst habe, dass er nicht auf Menthol steht. So, als er 14 war, habe ich den eingeladen. Seitdem habe ich meinen Sohn nie wieder gesehen. Wenn du es immer mal versuchst, und das ist der einzig richtige Weg, also ja, so schwer das auch ist. Ich hab's doch, aber der hört ja nicht zu, der schmeißt einen Hörer auf. Zu Hause in meiner Wohnung weine ich jeden Tag. Jeden Tag. Also sag ich dir, ich weiß nicht, was ich da machen kann, aber das muss man stoppen, wirklich, also das ist zu viel. Das letzte Mal, dass Bea ihren Sohn gesehen hat, galten Mentholzigaretten als Medizin. Lars, der den Nikolas kurz vor der Hochzeit hat stehen lassen, gibt jetzt Beziehungstipps. Finde ich sehr gut. Wasser ist so wieder nicht, wenn da keine Blasen drin sind. Bea mag es also lieber mit Blasen, völlig klar. Das ist schon ein süßer Kerl, aber er steht ja nicht so auf Frauen. Ja, es ist mein bessere Seite, ne? Außerdem, ich habe ja schon eine Liebe. Ach. Wo trägt man denn den Ehering? Guckst du bei Dr. Bob oder was? You want knick knack. Wenn ich kein Kondom nehmen würde, dann muss er mich vielleicht zwangsläufig heiraten.
Das wäre es ja auch. Einmal im Leben jemanden finden, der dich genauso verliebt anschaut wie Lydia das Bild von Dr. Bob. Gott sei Dank ist diese Sendung endlich auf dem richtigen Trashweg unterwegs. Ich danke dir, mein Chirurg. Danke, plastische Chirurg. RTL hat natürlich wieder ehemalige Kandidaten eingeladen, um über eine Staffel zu sprechen. Die Lydia ist ja super, trashiger geht's ja schon nicht mehr. Dagegen sind wir ja richtig edle Stars. Also ich hoffe mal, dass er die trotzdem alle drei mitnimmt. Ich bin ein großer Fan von der Bea und vielleicht kommt die ja auch wieder zurück ins Business. Lustkomödie. Ja, aber so für einen Fetischbereich kann man die doch noch nehmen. Die ist doch super. Was für ein kranker Fetisch muss das bitte sein? Sollte Bea nach Australien gehen, wird das auch für uns eine zweiwöchige Lustkomödie. Let's get it to Rumble! Ich hab gedacht, das wären so in den Kölner Studios. Das ganze Viehzeug hier ist eine Lautstärke. Diese Biester, die quieken und brüllen. Die ist so neben der Spur, die Frau. Weil ich gerade brauchst nicht so dumm gucken, ja? Und da ist die Nächste mit ihrem Suchtproblem, wobei Georgina damals eigentlich noch relativ natürlich wirkte, oder? Ja, das ist meine Tochter, hätte ich sie schon erschossen. Oh. Fiona, sie hat eine Figur wie ein Fahrrad. Ich würde so gerne irgendwie mal kacken. Mama Iris, die nicht möchte, dass man über ihren Körper spricht, bezeichnet andere hier als Fahrrad. Naja, immerhin hat sie bestimmt gleich einen Oceans Apart Rabattcode mit dabei. Wir wundern uns alle darüber, dass manche hier im Dschungelcamp einfach nicht können. Woher hat RTL bitte denn dann die Scheiße, die sie hier so senden? Iris, du warst auch mit dabei 2013. Du hast auch ein bisschen viel gelästert. Oh, na, da habe ich mich aber hinreißen lassen. Heftig. Also ich habe schon auf 5 Kilo verloren. Ich war danach, also das war schon... Du hast mich zurück mit dem Erschießen, gell? Nein, erschießen musst du sie natürlich nicht mehr. Das übernimmt irgendjemand aus dem Sommerhaus, garantiert. Georgina hat also 5 Kilo verloren, wie Olivia Jones auch. Und sie war ja auch ungeschminkt. Vom Feinsten, ne? Eine Prüfung kann jederzeit kommen. Vielleicht dürfen wir gleich mal loswatschen. Ach was, heute doch nicht. Nee, um die Uhrzeit mache ich nichts. Ich zu wirklich jeder Uhrzeit. Leute, es führt kein Weg dran vorbei. Entweder zücken Sonja und Daniel jetzt eine goldene CD oder drücken auf einen goldenen Buzzer. Bea muss ins Dschungelcamp. Schauen wir mal. Seht ihr? Habe ich doch gesagt. Sind alles meine Freunde. Mit Ausnahme, dass sie so stinken, aber da kann man ja duschen, ne? Ja. Ja, das tut uns leid. Willi Herren war ja hier vor 2 Tagen im Studio. Wie wäre es eigentlich mit Beas House of Love? Ich wäre Fan. Ich bringe ein bisschen mal, vielleicht kommt mein Blut dann in Wallungen und strömt ins Gehirn und ich kann besser denken. Ich, goldenes Ticket. Ruf mich an, ich will das goldene Ticket! Okay. Unter goldenem Ticket mache ich es hier nicht. Was zur Hölle? Normalerweise macht sie es ja sonst nur auf Bahnhofstoiletten. Lydia braucht wirklich einen verdammt guten Arzt. Lydia zeigt eindrucksvoll, dass man seine Medikamente wirklich regelmäßig nehmen sollte. Oh! Hallo! Ich bin vorbereitet! Oh, alles in Ordnung? Ja! Yeah. Rambo! Oh! Ah. Wo findet RTL solche Leute? Eigentlich ist es auch egal, ich will niemals dahin. Lars möchte offensichtlich flüchten, ich auch. Aber es gibt kein Vorbeikommen an unsere Dschungelcamp Walking Dead Edition. Was hat diese Lydia geraucht? Wie sehr freut ihr euch denn? Ja, sehr. Also endlich ist mal was los und ich bin nicht nur mit den Verrückten im Haus. Ja, ist auch schon. Wieso den Verrückten? Ich bin ja wohl vernünftig, ne? Ja, das kannst du. Nicht in mein Ohr, bitte. Der Gesamt-IQ der Truppe wird hier auch nur durch Lars im positiven Bereich gehalten, oder? Und aha, die Aufgabe ist es, innerhalb von 9 Minuten 3 Sterne von der ersten Box rauszufädeln. Okay, also Teamwork oder was? Ja. Das. Okay. Ist wie sie da alle stehen. Unsere Familie Flotter 2.0. Lydia ist ja wirklich richtig, richtig schlimm. Die muss auch ins Dschungelcamp. Was machen wir denn jetzt? Take a deep breath. Wie er sagen würde, meine Damen und Herren, hier ist ja. Dr. Bob! Hi. Hi. Hello. Hey, hey, hey. Well, hey. Thank you very can much. I ask something? You may. Are you married? Yes. Ja, hi. Bin ich. Bob. Thanks, Bob. Der Zug ist abgefahren. Ja. Wir beten für Dr. Bob, dass er ab jetzt Personenschutz hier bekommt. Lydia ist, glaube ich, gar nicht wirklich cringe.
Sie ist einfach nur gestört. Wird es in dieser Staffel noch jemanden geben wie Bea Fiedle, die oder der sich so perfekt fürs Dschungelcamp qualifizieren wird? Da kannst du aber lange drauf warten. Aber dann wäre natürlich jeder einzelne Stern verloren und die Dschungelprüfung wäre sofort abgebrochen für alle. Ja, genau. Und das geht nicht. Also reißt sich am Riemen, meine Freundin. I can't wait. Ihr merkt es. Wir haben jedenfalls den Beweis dafür, dass die Lobotomie sehr erfolgreich durchgeführt wurde. Los geht's jetzt auf jeden Fall mit der Prüfung. In den Boxen sind die schlimmsten Ängste. Bei Lydia ist das richtige Arbeit. Bei Bea natürlich Zigaretten ohne Menthol. Und bei Lars? Vagina. Wow. Jetzt check ich nochmal. Ein, zwei Kabel oder ist es sein Humor? Ja, super. Ich bin nicht so gut mit so Löchern. Ich glaube, ich habe mich so ein bisschen verliebt in unsere Kreuzung aus Daniele Negroni und Sibylle Rauch. Ich bin mir ziemlich sicher, wäre Lars nicht schwul, er würde es heute bereuen. Oh. Die zerquetscht mir da den Finger. Ja. Du Bea, das ist hier nicht betreute Prüfung, ne? Ihr macht das schon. Oder du bist still. Ja, komm ich vorbei, mein Freund. Also beim Lars ging das so ratzfatz. Also der hat da. Bei mir geht das auch ratzfatz. Nee, Sonja. Ich glaube, die ist ein ganz großer Fan von uns. Ganz ehrlich, was soll Bea noch schocken? Sie hat ja wirklich schon alles in der Hand oder im Mund. So viel Ungeziefer und es ist nicht das RTL 2 Nachmittagsprogramm. Es ist unglaublich. Und Freunde, ich glaube, wir brauchen den Lars. Immerhin eine Person mit Gehirnzellen und der einigermaßen normal ist. Bea, knapp daneben ist auch vorbei. Du hast ein bisschen lang gebraucht. Bea. Ich nicht. Doch. Doch, jetzt gerade zu den Zuretten. Bea, du sollst dich hier hinstellen. Doch. Und du hältst der Pappen. Nicht mit uns, Bitch. Dr. Bob, falls du mich hörst, I love you, Dr. Bob. Kann ich das auch haben, was die bekommen haben? Ich bitte auch, was ist hier los? Ich liebe alles. Was rennt hier immer so? Der Teufel hinter euch her. Lars wäre der Beste gewesen, kann ich so gar nicht behaupten, also wirklich nicht. Der leidet irgendwie an Höhenwahn und das liegt nicht an seiner Größe. Ganz ehrlich, wie verdammt grumpy kann man sein? Und Bea so? Da sollte doch noch eine Zigarette drin sein. Ich hatte so einen Kasten mit Flusskrebsen und die hätte ich auch ganz gerne heute Abend in der Pfanne. Waren fett im Fernsehen. Bea sahen geil aus. Die Negativität von Bea, die zieht mich gerade so ein bisschen runter. Wenn die Flusskrebse jetzt die Bea beißen, sterben die dann eigentlich an Nikotinsucht? Beas Negativität ist wirklich das Einzige, was uns hier alle hochzieht. Und natürlich gibt es eine Belohnung für die bestandene Prüfung. Oh, drei Küsse. Aha. Zwei Mini und einen großen. Ach Mensch. Das ist nicht genug. Wir wollen jeder eine Zigarette haben. Die ist jetzt einfach alle alleine. Natürlich nimmt sie sich den Größten. Daran hat sich einfach nichts bei ihr geändert. Platz 3. Bea. Sehr schön. Lars. Oder Lydia. Ich würde sagen Lydia. Hast du es nicht so mit Lars? Nicht so wirklich. Vorne liegt Lars. Lars ist vorne. Normal ist er doch immer hinten. Was sagt ihr, wer von den dreien soll ins Dschungelcamp? Ich weiß es wirklich nicht. Ich finde alle mega. Schreibt es in die Kommentare. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Abo mit Glocke da und gebt mir natürlich einen Daumen nach oben. Die Folge heute war der Hammer, aber gestern gab es richtig schön Beef zwischen Dani Büchner und Sonja Zietlow. Das war auch sehr gut. Und ansonsten gibt es hier die Couple Challenge mit dem Sohn von Bea Fiedler, dem Daniele Negroni, der natürlich total ausrastet. Die ganze Folge verlinke ich euch wie immer in der Beschreibung. Schaut euch dieses Meisterwerk an. Viel Spaß mit allem und bis ganz bald. Ciao.